Wir warten mal darauf, dass unsere neuen beiden Soldaten kommen. Dann erobern wir den neutralen Sektor noch. Ich glaube, da Corian sollte jetzt die Füße eigentlich auch stillhalten. Gut, sagen wir so, wir könnten noch 4 Pikiniere ausbilden. Oder 2 würden sogar reichen schon. So, jetzt holen wir uns aber erstmal den Sektor. Mit unserer großen Armee. So, da haben wir einen Musketier verloren. Okay, wir haben 3 Musketiere verloren. Ja, das ist jetzt etwas ärgerlich. Wir sollten genug Bier haben, um nochmal 6 Mönche zu machen. Da können wir nämlich gerade Geologie und Gewaltmarsch erforschen. Könnten hier noch eine Weberei anschließen, dass wir für die Schneiderei genug Stoff herstellen. So, hier hätten wir Holz und Fleisch noch mehr. So, du jagst da unten, du jagst da oben. So, Ringe haben wir leider keine mehr, aber wir haben genug Klamotten zum Verkaufen. Und ja, da sollten wir mal etwas nachhelfen, indem wir beide jeweils zu Geologen machen, dass sie die Mine etwas auffrischen. Und ja, Drakorian hält wirklich zum Glück die Füße still. So, ihr noch zu den Bergarbeitern. Da sollte ich anfangen, die Hauptlager wenigstens in den beiden Sektoren auszubauen.
So wie ich auch ein paar meiner Wohnhäuser ausbauen könnte. So. Noch gibt es ein bisschen Stein hier. Ich glaube, der da ist das einzige Steinvorkommen, was es noch gibt. So, da kommt mehr Gold durch unseren Händler. Ich könnte mich mal auf bessere Verpflegung umstellen, damit wir mehr Gold produzieren. So. Wir können jetzt theoretisch die Kaserne verbessern und die Lagerhäuser. Erstmal die Lagerhäuser. Bei Kaserne, ja. Ich müsste die Kaserne zweimal alles bauen, um Standartenträger zu kriegen. Die sind sehr nützlich, Standartenträger. Müsst sie einmal ausbauen, um Reiter zu kriegen, die, wie wir gesehen haben, sehr stark sind. Aber auch ziemlich unterhaltskostspielig, weil wir bräuchten auch Pferde dazu. Und wenn wir in unserer Wirtschaft gucken, wir bräuchten Wasser und Getreide, sehr viel davon jeweils, für eine Pferdezucht. Ist leider nicht so wie bei Schafen, dass man nur Wasser braucht. Also ja, Wasser. Pferdezucht. Wasser, Schafszucht. Papiermühle. Ist wieder eine andere Geschichte. Für geistliche Sachen. Das wären dann nämlich diese hier. Ein Pater bräuchte drei Bier, drei Bücher und einen Ring. So, wir warten immer noch auf die letzte Kohle. Oh ja, jetzt können wir die da auf immer schalten hier. Und hier auch auf immer. Ganz ehrlich, der Werkzeugmacher, da nur bei Bedarf arbeitet, können wir ihn auch auf Wurst stellen. Und ja, überschüssiges Bier können wir jetzt in der Taverne verhandeln. Oh, das Bier kommt in der Taverne an.
Oh, Dakorian bereitet sich doch noch auf einen Schlag vor. Ja, ihr habt alle Kohlemangel. Ja, komm, holen wir uns jetzt den Siegpunkt dadurch, dass wir Militärgewalt erringen. Ja. In 3 Minuten haben wir gewonnen. Weil wir haben jetzt 3 Punkte. Ja, für den Sparfuchs bräuchten wir mehr Münzen. Da müssten wir einfach fleißig über unseren Händler Münzen tauschen. So, wir können aber jetzt auch die 3 Lagerhäuser in unseren 3 Hauptsektoren mal erweitern. Wir haben aber dann in 1,5 Minuten gewonnen. So, jetzt kommt wieder Kohle für unsere beiden anderen Arbeitsgebäude rein, also für die Eisenschmelze und die Goldschmiede. Und wir haben auch den Sparfuchs gewonnen. Also jetzt hat Dracorian gar keine Chance mehr. So, die beiden können wir abreißen. Und 4, 3, 2, 1. Gewonnen. Hurra, Milady! Der schwarze Ritter ist besiegt! Sieg über Dracorian. Ihr habt mich vielleicht geschlagen, doch dieser Sieg wird euren Siedlern nichts Gutes bringen. Ja, Dracorians Schloss wird nun von Zoe und Boss beherrscht. Hervorragend! Ihr habt Dracorian besiegt! Tandriens Krone ist bald die unsrige! Und was ist mit Dracorian? Wurde er schon gefasst? Noch nicht, Prinzessin. Aber unsere Truppen suchen schon nach ihm. Ich werde nicht feiern, bevor er nicht im Kerker sitzt. Ihr fühlt euch noch immer bedroht? Ich werde keine Ruhe haben, bis ich Unterwerfungen in seinen Augen sehe. Ihr wart siegreich.
Ja, 128 haben wir dieses Mal gekriegt durch die Siegpunkte zusätzlich. Können wir auf Kampagne fortsetzen gehen. Und dann muss ich hier mal kurz einen Cut machen und was gucken. Bin gleich wieder da.